Aber jetzt sind wir live drauf und damit nochmal herzlich willkommen zum dritten Spieltag hier bei Sportstadt TV bei der U19 Champions Trophy live aus dem Paul-Janes-Stadion in Düsseldorf. 32 Tore haben wir in den vergangenen Partien schon gesehen und auch heute versprechen die auf dem Plan stehenden 9 Spiele wieder Spannung und viele Tore. Und das sind im Einzelnen gleich Benfica Lissabon gegen Borussia Mönchengladbach. Danach spielt Red Bull Salzburg gegen den FC Nordsjælland aus Dänemark. Der BV 04 Düsseldorf bekommt es mit dem FC Liverpool zu tun. Fortuna Düsseldorf spielt danach gegen den FSV Mainz 05. Cruzeiro spielt gegen Borussia Mönchengladbach. Die japanische Highschool-Auswahl gegen den FC Nordsjælland. Der FC Liverpool spielt gegen Benfica Lissabon, der FSV Mainz 05 gegen Red Bull Salzburg und zum Abschluss, das wird dann planmäßig um 18.30 Uhr heute stattfinden, die Partie BV 04 Düsseldorf gegen Cruzeiro. Also heute wieder 9 Spiele mit hoffentlich vielen Toren und tollen packenden Fußballszenen, so wie gestern auch. Gleich also um 10 Uhr geht's schon los mit Benfica Lissabon gegen Borussia Mönchengladbach. Die beiden haben gestern richtig, richtig guten Fußball geboten. Die besten Spiele, die überhaupt gestern gespielt wurden, waren von den beiden. Also gleich geht's los, Punkt 10 Uhr. Die Mannschaften machen sich hinter mir schon warm. Also gleich hier auf Sportstadt TV. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Turniertag 3 hier bei der 55. Auflage der U19 Champions Trophy. Herzlich willkommen im Paul-Janes-Stadion. Von Ihnen allen natürlich heute frohe Ostern. Gleich geht's los, pünktlich 10 Uhr mit dem ersten Spiel heute. Und dann stehen sich die Mannschaften von Benfica Lissabon und Borussia Mönchengladbach gegenüber. 9 Spiele insgesamt heute an diesem Ostersonntag. Die abschließenden Gruppenspiele, bevor es dann morgen an unserem Finaltag um die Platzierung und um den Turniersieg natürlich gehen wird. Die U19 Champions Trophy möglich gemacht. So, und damit auch nochmal herzlich willkommen hier aus der Sprecherkabine. Ja, Benfica Lissabon gestern 7:0 gewonnen gegen den BV 04 Düsseldorf. Und dann gab es eine 1:2 Niederlage gegen Cruzeiro, also ausgeglichene Bilanz. Etwas anders bei Borussia Mönchengladbach. Auch die haben hoch gewonnen gegen den BV 04 mit 9:0. Und dann gab es ein 1:1 gegen Liverpool und das war ein richtiges Klassenspiel. Gladbach gegen Liverpool, also nicht nur auf dem Papier, sondern auch auf dem Rasen. Großer Fußballsport. Und hier kommen auch schon die Mannschaften raus. Also dritter Spieltag, nachdem es ja am Donnerstag schon 2 Partien gab, wo die japanische High School Selection 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf gewann und Gladbach 9:0 gegen den BV 04. Ja, Borussia Mönchengladbach gegen Lissabon, ein Spiel der Gruppe 2, in dem ja noch der BV 04, der FC Liverpool und Cruzeiro spielen.
5, Gottfried Rimbaud. Die 6, André Ricardo. Die 7, Diogo Pinto. Was beide Teams eint, ist, dass sie beide noch nie die U19 Champions Trophy gewinnen konnten. Oder das Osterturnier, wie es früher hieß. Heute ja die 55. Auflage, deswegen auch nicht beim Heimatverein BV 04, sondern im Paulianestadion am Flingerbruch. Also wenn Sie in der Nähe wohnen, Lust haben, Zeit haben, dann sind Sie auch herzlich eingeladen, persönlich hier vorbeizukommen auf der Anlage am Flingerbruch. Ja, Sie haben es gerade vom Stadionsprecher vielleicht gehört. Oliver Neuville, sehr bekannt, Co-Trainer bei den Fohlen. So, die Mannschaften sind bereit. Uhr, der Schiedsrichter schaut nochmal auf die Uhr. Und das ist der Start des dritten Spieltages der U19 Champions Trophy Borussia Mönchengladbach in den grünen Trikots von links nach rechts. Das war schon ziemlich hoch, das Bein, aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Jetzt haben es die Gladbacher einmal von links versucht und einmal von rechts versucht. Beides mit überschaubarem Erfolg. Auf der rechten Seite winkt André Bourgin. Steht frei, möchte den Ball haben, aber wird noch nicht gesehen. Jetzt wird er angespielt, der Zweier der Fohlen, zurück auf Baller. Sabani. Ja, ist ein bisschen wie beim Handball, sie haben die Portugiesen eingekesselt abseits. Aber kommen dann so wirklich nicht durch. 2,5 Minuten gespielt. Quasi 100%iger Ballbesitz für die Elf vom Niederrhein, aber noch kein Torschuss dabei. 2x25 Minuten übrigens die Spielzeit für die, die vielleicht heute das erste Mal zuschauen. 4 Spieler pro Mannschaft dürfen getauscht werden.
Bei einer gelb-roten Karte ist man für das nächste Spiel gesperrt, bei einer roten Karte für das gesamte weitere Turnier. Aber gelbe Karten werden nicht mit in die nächste Partie genommen. Fängt also immer wieder bei Null an. Ja, die Portugiesen ziehen sich recht tief in ihre Hälfte zurück. Da haben es die Gladbacher schwer durchzukommen. Da fehlt es im Moment ein bisschen an der zündenden Idee, wie man dieses Bollwerk durchbrechen kann. Benger, ja, mal mit dem Versuch eines öffnenden Passes auf Mustafić. Gar nicht schlecht gedacht, aber Abstoß. Ja, ganz anders die Gladbacher, die direkt vorchecken. Und damit auch Erfolg haben. Ja, also die Portugiesen in diesen ersten 5 Minuten kaum aus ihrer eigenen Hälfte raus, spielen sehr defensiv mit 11 Mann hinten drin, während die Gladbacher sofort vorchecken. Hier sieht man es auch schon, Mustafić und Milo Josef direkt vorne. Wollen da den Spielfluss der Portugiesen gar nicht erst zur Entfaltung kommen lassen. So, etwas über 6 Minuten gespielt, die Portugiesen mit dem ersten Angriff. Ja, gehalten, aber der Schiedsrichter sagt weiterspielen. Jetzt gibt es den Freistoß aber auf der anderen Seite. Ja, da beschwert sich Milo Josef meines Erachtens nach zu Recht. Aber es ändert nichts an der Tatsache. Ja, hatten beide ihr Bein ziemlich hoch, aber das von Milo Josef erschien dem Schiedsrichter dann noch etwas höher. Und die beiden, also Milo Josef und der Schiri, die hatten jetzt schon zweimal kurz hintereinander Gesprächsbedarf. Maxi. Ja. Andrei,
Ja, etwas über 8 Minuten schon gespielt. Borussia Mönchengladbach mit der deutlichen optischen Überlegenheit, aber Torchancen bisher auf beiden Seiten noch Mangelware. Schöner Pass auf den Dombaxi, der kommt auch an. Ja, mit diesem frühen Vorchecking der Gladbacher kommen die Lissabonner nicht wirklich zurecht. Jetzt vielleicht mal. Die Pässe kommen da noch zu ungenau. Mustafić auf der rechten Seite winkt. Aber abseits. Ja, 10 Minuten stehen schon auf der Uhr. Und vielleicht kommt jetzt mal der erste Abschluss der Lissabonner. Nee. Bisher egalisieren sich hier beide Seiten noch ziemlich. Die Torhüter hatten noch nicht allzu viel zu tun. Ja, beide Mannschaften wollten offensichtlich ein frühes Gegentor vermeiden. Das ist ihnen gelungen. Sollte aber kein Grund sein, jetzt das Spiel einzustellen, abseits. Dombaxi im Doppelpassversuch mit Josef, aber hängen geblieben. Ja, die Gladbacher mit einem schönen frühen Vorcheck erobern sich auch die Bälle nach einem Verlust relativ schnell wieder. Jetzt die Chance! Oh, schöne Parade! Schöne Parade! Jokin Dombaxi scheitert da. An Thiago Silva im Tor der Portugiesen. Aber das war wenigstens mal ein erster Abschluss nach gut 12 Minuten Spielzeit. Also die Hälfte des ersten Durchgangs jetzt schon knapp vorbei. Man merkt halt auch, dass beide Teams sehr viel Respekt voreinander haben. Weil beide natürlich auch wissen, dass sie da um die vorderen Plätze in ihren Gruppen spielen. Schnell ausgeführt, aber das war dann für den Schiedsrichter doch ein bisschen zu schnell. Und abseits obendrauf. Ja,
Der war ein bisschen zu lang für Francisco Pacheco, im Team der Portugiesen. Aber jetzt fangen auch die Lissabonner an, etwas früher zu stören als noch in den ersten Minuten. Also das Spiel öffnet sich und das könnte dann der Fohlen-Elf vielleicht die Gelegenheit geben, diesen Abwehrriegel zu durchbrechen. Aber die Portugiesen arbeiten natürlich auch sehr schön mit der Abseitsfalle, das kann man gut erkennen. Und da tun sich die Grünen im Moment noch etwas schwer. Jetzt vielleicht nochmal von links die Möglichkeit, aber mannschaftsdienlich gespielt von Tom Baller. Aber vielleicht hätte er es da lieber selber machen sollen. Ja, rechts wird Bourgin geschickt, der kommt auch noch dran. Sich Marczeczynski schon ziemlich verrenken. Ja, dieses frühe Vorchecken gefällt den Portugiesen überhaupt nicht. Aber die zündende Idee, was dann die Fohlen mit dem Ball machen sollen, wenn sie ihn haben, ist auch noch nicht so richtig da. Ja, knapp 16,5 Minuten sind gespielt in diesem ersten Spiel des heutigen Tages. Foul, Freistoß für Borussia Mönchengladbach. Eine Torchance gab es für die Fohlen. Das war es aber auch bisher in diesen 16 Minuten. Die ersten 10 Minuten sehr davon geprägt, kein Gegentor zu kriegen, keine Fehler zu machen. Jetzt öffnet sich zwar das Spiel ein bisschen, aber richtige Torchancen bleiben bislang noch Mangelware. So, jetzt ist der Ball ganz über die Brüstung. Also gibt es 9. Ecke. Schön! Aber abseits. So. Nahezu die gesamte Gladbacher Auswechselbank wird jetzt zum Warmlaufen beordert. 18 Minuten sind gespielt, also noch 7 Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen.
Ja, diese schönen öffnenden Pässe mehren sich jetzt bei Gladbach. Und das könnte auch durchaus das richtige Rezept sein, hier den Abwehrriegel zu knacken. Also die Gladbacher tun sicherlich deutlich mehr fürs Spiel. Ja, wieder ein schöner Pass. Auf Josef. Kaum vom Ball zu trennen. Ja, aber durch die Mitte wird es halt schwer. Ja, so rein spielerisch durch Zweikämpfe und Dribblings ist diese Abwehr kaum zu durchbrechen, aber diese schönen, weiten, öffnenden Pässe, die bringen dann schon Gefahr für das Tor von Thiago Silva. Und die Gladbacher müssen halt zusehen, dass sie da die Geduld nicht verlieren. Und dann einfach mal abgezogen von Mirza Mustafic. Aber da hat er den Ball nicht richtig getroffen. 20,5 Minuten gespielt im ersten Durchgang. Auf der rechten Seite der Gladbacher immer André Bojan und auch Mustafic relativ frei, die auch immer den Ball fordern. Da haben wir Bojan gesehen. Tja, Angriff der Portugiesen wollen wir das mal nicht nennen, aber jetzt vielleicht die Gladbacher im Gegenzug. Und da zeigt der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Milo Josef, unsanft von den Beinen geholt. Ja, 3 Elfmeter hat es gestern gegeben, insgesamt. Nur einer davon konnte verwertet werden. Und na, eine Mischung aus Können und Glück verhindert da für die Portugiesen den Rückstand. Also 4 Elfmeter, 3 davon nicht drin im bisherigen Turnierverlauf.
natürlich die bislang dickste Chance für die Gladbacher, sich hier selber zu belohnen dafür, dass sie hier deutlich mehr fürs Spiel tun. 1,5 Minuten noch zu spielen im ersten Durchgang. Aber es deutet sich ja schon an, dass das hier heute bei dieser Partie kein Torfestival geben wird. Und dann eine Elfmeterchance nicht zu nutzen, kann am Ende die Entscheidung bedeuten. Aber so weit ist es ja noch lange nicht. Thiago Silva. Noch nicht eine richtige Torchance für die Portugiesen in diesem Spiel bislang. Aber so ist es dann ja häufig. Dann kommt man einmal vors Tor und dann wird es direkt gefährlich. Ja, allzu viel Grund zum Nachspielen gibt es in dieser ersten Hälfte nicht. Und die ist offiziell jetzt beendet. Quasi auf die Sekunde genau pfeift der Schiedsrichter ab. Also die Pause ja nur relativ kurz. Kurze Ansprache der Trainer. Mal kurz ein bisschen Wasser trinken, die Seiten wechseln und dann geht es ja auch schon weiter. So, wir geben kurz ab in die Werbung und sind dann gleich wieder da. The second time ever the Men's World Cup is held in Germany, Dusseldorf. Düsseldorf gewinnt!
So, die zweite Halbzeit kann beginnen. Wenn dann die Auswechselspieler das Feld verlassen haben und es wird auch Auswechslungen geben. Diogo David wird für Lissabon. Diogo Balu wird für Lissabon jetzt mitspielen. Genauso wie Rodrigo Borges, der bei dem 7:0 Sieg gegen den BV 04 das erste Tor für seine Mannschaft geschossen hat. Alle 10 Teams lassen hier ihre Auswechselspieler nicht auf der Bank schmoren, sondern wechseln munter aus. 4-mal pro Team ist ja erlaubt und die meisten Trainer nutzen das auch komplett aus. Und das ist ja auch richtig so. Ja, was haben die Trainer jetzt ihren Jungs gesagt? Die Gladbacher ja in dieser ersten Hälfte sehr bemüht, aber das richtige Rezept noch nicht gefunden. 2-3 gute Chancen gehabt, natürlich den Elfmeter. Aber auch klasse Paraden von Thiago Silva im Tor der Portugiesen. Torchancen auf Lissabonner Seite nicht wirklich zählbar. Sind kaum aus ihrer Hälfte rausgekommen. Ein-, zweimal vor das gegnerische Tor gekommen. Jetzt vielleicht mal und knapp daneben. Beste Chance bislang, von dem Elfmeter mal abgesehen, für die Elf vom Niederrhein. Ecke immerhin. Ja, jetzt hat die Stadionuhr etwas gehakt und ist gerade erst wieder angesprungen. Das heißt, so circa 2 Minütchen. Ein Spielerwechsel bin ich Ihnen noch schuldig aus der Pause. Spielerwechsel bei Benfica Lissabon vom Feld ist die 6 an Ricardo Neuer bei 14 Diogo Balau. Jetzt nochmal die Möglichkeit für die Gladbacher. Wieder schöne Parade. Mustafic war da auf der linken Seite durch. Aber spätestens bei Thiago Silva ist bislang immer Endstation für die Gladbacher. Schön! Und dann ist er drin! 1-0. Und das ist auch verdient. Circa 3 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Circa, muss ich ja sagen, weil die Stadionuhr etwas hinterher hinkt. Und da schauen wir uns nochmal in der Zeitlupe an. Schön abgezogen. Oben links. Keine Chance. Torschütze war die 6, Marcel Benger. Erstes Tor für Marcel Benger in diesem Turnier. Verdiente Führung jetzt für die Gladbacher, die sich zwar sehr schwer tun, aber auch deutlich mehr für das Spiel tun. Und unten
macht sich jetzt Bruno Lemos bereit für die Portugiesen. Der hat auch schon ein Tor geschossen beim 7-0 gegen den BV, das fünfte nämlich. Und für ihn vom Feld geht Przemyslaw Marczaczynski. Zweiter Spielerwechsel bei den Benfica Lissabon. Vom Feld die 8, Przemyslaw Marczaczynski. Neu dabei ist die 17, Bruno Lemos. Ja, und auch nach dieser Führung wollen die Gladbacher das Heft des Handelns in der Hand behalten. Das ist sicherlich auch richtig so. Den Torschützen ziemlich durcheinander gewirbelt. Ja, nach wie vor die Gladbacher fast mit ausschließlichem Ballbesitz. Schön wieder geöffnet. Ja, und die Fohlen haben jetzt die linke Angriffsseite für sich entdeckt. Und es wird wieder eine Auswechslung geben. Neu ins Spiel kommt Alexandru Mitraccio für die Portugiesen. Und das war eine nicht ganz freiwillige Auswechslung, weil Diogo Cabral da humpelnd vom Spielfeld gegangen ist. So, Tombala mit dem Freistoß. Und der nächste Wechsel, diesmal für die Fohlen. Florian Schikowski wird ins Spiel kommen. Hat auch schon ein Tor geschossen im bisherigen Turnierverlauf. Und für ihn jetzt draußen Mirza Mustafic. Ja, gleich 7 Minuten auf der Uhr gespielt, das heißt knapp 9 Minuten schon tatsächlich. Gladbach mit der inzwischen hochverdienten Führung. In der ersten Halbzeit noch eine Elfmeterchance vergeben, aber dann in der zweiten Halbzeit durch Marcel Benger dann doch in Führung gegangen.
Und Lissabon tut sich nach wie vor enorm schwer, geordnet in die Offensive zu kommen. Werden allerdings auch früh gestört. Und dann geht's schnell. Schön gemacht. Ja. Dann verstolpert Milo Josef den Ball. Rustikaler Einsatz von Bastian Stritzel. Und wieder über links. Und wieder wurde es gefährlich durch Florian Tschikowski. Und Tom Baller, der Mann für die Standardsituation, wie auch jetzt wieder. Ja, knapp die Hälfte des zweiten Durchgangs inzwischen schon wieder vorbei. Die Anzahl der portugiesischen Torschancen noch an einem Finger abzählbar. Jetzt vielleicht. Kein Problem für Lukas Betz. Im Kasten der Fohlen. Ja, dieses frühe Stören passt den Portugiesen hinten und vorne nicht. Aber die Gladbacher haben eigentlich auch überhaupt keinen Grund für ein rustikaleres Einsteigen. Im Gegenteil, das eröffnet den Portugiesen dann eher mal die Chance, auch geordnet nach vorne zu kommen. Thiago Araújo mit dem Freistoß. Und die nächste Auswechslung steht an. Fabio Balde wird für Lissabon aufs Feld kommen.
und für ihn draußen Diogo David. Vierter Spielerwechsel bei Benfica Lissabon. Nicht mehr dabei ist die 4 Diogo David. Für ihn spielt die 18 Fabio Balde. Also Wechselkontingent der Portugiesen damit ausgeschöpft. Ja, knapp 10 Minuten haben wir noch in diesem ersten Spiel des heutigen Tages. Das erste von 9, die heute anstehen, gleich im Anschluss Red Bull Salzburg, die ja das Turnier in den letzten 3 Jahren gewinnen konnten, gegen den FC Nordsjælland aus Dänemark. Ja, die Gladbacher ziehen sich jetzt ein bisschen zurück. Macht schon fast den Eindruck, als reicht ihnen dieses 1:0. Das kann sich natürlich schnell rächen. Aber vielleicht haben sie sich jetzt eben auch aufs Kontern verlegt. Warum nicht? Und da liegt ein Gladbacher verletzt am Boden. Lukas Betz bei ihm. Und jetzt kommt auch der Betreuer aufs Feld gelaufen. Die Gladbacher dürfen ja noch wechseln. Und das werden sie wohl jetzt auch tun. Auf jeden Fall sehe ich, dass sich abseits des Feldes Mika Hanratz fertig macht für seinen Einsatz. Verletzungsbedingte Spielunterbrechung gibt mir die Möglichkeit, schon aufs nächste Spiel zu verweisen. Ab 11 Uhr greift der Titelverteidiger wieder ins Geschehen ein. Salzburg trifft dann auf unsere Gäste aus Dänemark auf Nordsjælland. So, und damit jetzt Hanratz im Spiel. Und André Bourgeois draußen. Zweiter Wechsel bei Borussia Mönchengladbach. Angeschlagen vom Feld D2 André Bourgeois. Und neu dabei jetzt. Ja, 8 Minuten stehen noch offiziell auf der Stadionuhr, die aber etwas später losgegangen ist. Von daher sind es jetzt vielleicht noch circa 6.
wenn der Schiedsrichter das mitbekommen haben sollte. So, der beste Mann bei den Portugiesen, der Torhüter Thiago Silva, macht's selber, diesen Freistoß. Nicht ungefährlich. Immerhin mal ein Ausrufezeichen von Bruno Lemos. Hat auch in diesem Turnierverlauf schon mal getroffen. Gegen den BV 04, aber da durfte ja so gut wie jeder mal. Und die Gladbacher haben ja immer noch ihr Wechselkontingent nicht voll ausgeschöpft. Und deswegen bahnt sich schon die nächste Auswechslung an. Maximilian Müller macht sich bereit. So, jetzt kommt er aufs Feld, Maximilian Müller. Noch einmal wechselt Borussia Mönchengladbach. Neu dabei die 11, Maximilian Müller vom Feld, die 7, Tom Baller. Ja, also die Gladbacher inzwischen mit aller Zeit der Welt. Auf der Stadionuhr sind es noch 4,5 Minuten. De facto also nicht mal mehr 3. Ja. Milo Josef am Boden, aber den Freistoß gibt es für die andere Seite und wieder Thiago Silva aus dem Tor raus. Er hat offensichtlich einfach den weitesten Schuss im Team. Gedrückt. Freistoß. Ja, da hat Lukas Betz jetzt alle Zeit der Welt. Und es gibt Abstoß. Ja, Benfica wirft natürlich jetzt alles nach vorne. Das müssen sie auch tun. Denn die Zeit läuft ihnen weg. 2,5 Minuten noch auf der Uhr. Die aber ja später gestartet hat. Deswegen
Müssen wir jetzt einfach mal abwarten, ob der Schiedsrichter das mitgekriegt hat und entsprechend früher abpfeift. Jetzt aber erst nochmal die Chance für Mönchengladbach. Schön dazwischen gegangen von Jogo Balu. Aussichtsreich von Milo Josef. So, und Gladbach will jetzt die Zeit überbrücken und nochmal wechseln. Wir sehen uns die Chance nochmal an. Hat er vielleicht etwas lange durch diesen Schlenker noch gewartet? Milo Josef hätte vielleicht vorher abziehen sollen. Aber nochmal wird gewechselt. Alec Antalik kommt aufs Feld. Das ist sicherlich eher eine Maßnahme, um da auch die letzten Sekunden noch von der Uhr ticken zu lassen. Und entsprechend langsam verlässt auch Milo Josef, der gerade noch die Torchance hatte, das Feld. Also knapp eine Minute noch auf der Uhr. Der Schiedsrichter scheint das nicht mitbekommen zu haben, dass die später anging. Von daher letzte Minute jetzt. Nochmal Freistoß für die Portugiesen. Wieder Thiago Silva. Der sollte sich jetzt aber nicht mehr allzu viel Zeit lassen, denn lange wird es nicht mehr dauern. Oh ja, und da ist es vorbei. Spiel 1 an diesem Tag. Gewinnen die Fohlen mit 1:0 gegen Lissabon. Und wie gesagt, gleich geht's weiter mit dem dreimaligen Champion Red Bull Salzburg gegen den FC Nordsjælland aus Dänemark. Wir sind gleich wieder da. When 700 table tennis players from around the world gather in Germany. When 350 volunteers live their passion. When 200 umpires and officials run the show perfectly.